euch mal ein zu einem Video, was sich nicht um den Robinho dreht, sondern um das Pferd vor dem Robinho. Und zwar hatte mich eine Zuschauerin gefragt, ob ich schon mal ein Video über den Rossini gemacht habe. Und da ist mir aufgefallen, nein, habe ich nicht. Ja, Rossini haben wir eben gekauft, bevor wir Robinho gekauft haben. Und das war leider so, dass wir ihn dann aber auch wieder abgeben mussten. Aber ich fange mal vorne an. Und zwar haben wir den Rossini über Bekannte gesehen. Oder ja, wurde uns der Rossini über Bekannte halt empfohlen, weitergeleitet. Wir sind eben über Bekannte auf das Pferdchen gekommen und sind dahin gefahren und sind auf Probe geritten. Und hier seht ihr mal ein Foto vom Probereiten. Ja, ich war damals 11. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich bin nicht so viel gewachsen, außer in die Breite ein bisschen vielleicht. Und so, also es ist alles ein bisschen erwachsener geworden an mir, aber ich glaube so größentechnisch bin ich heute nicht viel mehr als damals. Ja, naja. Genau, beim Probereiten war der auch total brav und ich bin auch gut mit dem klargekommen und dann wurde er uns eben in den Stall gebracht. Ja, er kam dann da auch an. Hier seht ihr ein Foto von seinem Ankunftstag mit diesem wundervollen lila Halfter. Wie ihr wisst, ich liebe lila nicht. Naja, gut. Aber er hat sich auch schnell eingelebt, war alles in Ordnung. Und hier seht ihr mal ein Foto vom Trensen, das allererste Mal im neuen Stall. Das war auch total brav. Also der war nicht immer total brav. Hier seht ihr dann auch noch mal ein Foto vom, von Rossini und mir und meinen Eltern. Und da seht ihr, damals war die Reitmode noch ein bisschen anders. Oh, der Hase kratzt da gerade. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Damals war die Reitmode noch ein bisschen anders oder meine Reitmode war damals noch ein bisschen anders. Ja, ich glaube, wir müssen darüber auch nichts mehr sagen. Auf jeden Fall, genau, habe ich mir damals auch erstmal einen Sattel geliehen von einer Stallkollegin. Das war, glaube ich, auch am zweiten oder dritten Tag, wo wir ihn dann hatten. Und dann bin ich auch direkt draußen geritten, weil das war noch ganz schön. Und ja, er hat einfach alles total brav mitgemacht. Er war total super. Und genau, hier seht ihr dann nochmal ein Foto vom Reiten. Und größtenteils habe ich da gut drauf gepasst, finde ich. Wie gesagt, ich war 11 und dafür finde ich mich verdammt groß und verdammt kräftig. Ja, es hat eigentlich gut gepasst. Ich bin ihn damals dann auch schon gesprungen. Allerdings war es dann so, dass wir dann nach, ich glaube, 2 Wochen eine Ankaufsuntersuchung noch gemacht hatten. Also das war so abgesprochen, dass wir ihn erstmal zur Probe nehmen. Und ja, wenn wir so grundsätzlich zufrieden mit ihm sind, machen wir eben eine Ankaufsuntersuchung. Oder wenn ich glücklich mit ihm bin, zufrieden klingt so doof irgendwie. Nein, also wenn ich glücklich mit ihm bin, dann sollten wir eine Ankaufsuntersuchung machen. Und dabei ist leider rausgekommen, dass der am Fesselträger, glaube ich, nicht ganz gesund war. Auf jeden Fall hatte er, oder Arthrose hatte er, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben wir ihn dann doch wieder zurückgeben müssen. Oder wir haben ihn dann, wir haben uns dazu entschlossen, ihn zurückzugeben, weil wir kein krankes Pferd kaufen wollten. Was, also der Tierarzt hat uns halt gesagt, dass ich ihn noch ja, 1-2 Jahre hätte reiten können und dann wäre es nicht mehr gegangen. Also es stand schon relativ schlimm um ihn und ich war halt damals 11 und meine Eltern haben auch gesagt, das bringt jetzt nichts, einem Kind ein Pferd zu kaufen, was es noch 1-2 Jahre reiten kann und danach passiert nichts mehr. Weil eigentlich hatten wir damals ja das Pferd gekauft, damit ich mehr reiten kann und weiterkomme und mehr lerne. Und das war natürlich schwierig mit einem Pferdchen, was eben nicht so gesund war, wie wir uns das gehofft haben. Ja, hier seht ihr dann nochmal ein Foto von Robinho und Rossini, weil wir haben dann, wir haben ihn dann nicht ganz so schnell zurückgeben können, aus verschiedenen Gründen. Und in der Zeit ist eben schon der Robinho bei uns eingezogen und das fand ich echt die optimale Lösung. Also ich hatte voll gerne damals schon 2 Pferde und klar, ich hatte damals halt auch die Zeit für 2 Pferde, war auch gar kein Thema. Aber ich fand es halt auch total schön, auf die Wiese zu gehen und meine beiden standen da so zusammen und die beiden standen halt wirklich immer zusammen. Obwohl Robinho damals eigentlich Füchse gar nicht so gemocht hat, nur den Rossini hat er voll gemocht. Ja, also ich glaube schon, dass Pferde auch merken, dass sie halt zu einem Menschen gehören oder zu einer Familie
und dass sie dann eben auch netter zueinander sind. Das war schon echt immer ganz süß. Ja, ich glaube, das war dann sogar schon alles. Das war die Geschichte zu Rossini, dem Pferd vor Rovigno. Genau, wenn ihr auch Interesse habt an meiner Reitbeteiligung oder auch an alten Fotos von früher, dann setze ich mich da gerne mal ran und gucke, ob ich noch Fotos habe. Also ich glaube, ich habe bei meiner Reitbeteiligung, die ich jetzt zuletzt vor Rovigno hatte, habe ich auf jeden Fall Fotos gefunden. Ob ich von den Pferden davor oder dabei, also ich bin auch in der Zeit schon immer viele Pferde geritten, weil ich bin eigentlich immer alles geritten, was nicht bei drei auf den Bäumen war, so ungefähr. Also wenn jemand sagte, oh ja, ich habe keine Lust, war ich immer so, ja, hier, ich will. Ja, da bin ich einige Pferde mitgeritten. Ich weiß nicht, ob ich davon auch noch Fotos habe, aber ich kann ja mal schauen, ob ich vielleicht irgendwas finde, wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann hinterlasst dem Video doch einen Daumen hoch und schreibt es unten in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und gucke gerne mal nach Fotos. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Woche. Ciao!